Also einen herzlichen guten Morgen Ihnen allen. Ich freue mich ganz besonders, eine junge, aber doch bestehende Tradition fortführen zu können, indem wir heute das vierte Apollon-Symposium der Gesundheitswirtschaft in Bremen abhalten. Und es ist, wie schon im letzten Jahr, in den vergangenen 12 Monaten eine Menge passiert. Ich will Sie nicht mit zu vielen Fakten langweilen, aber so ein paar informative Highlights über das, was Apollon gemacht hat, werde ich Ihnen gleich geben. Wir begrüßen heute 233 Teilnehmer. So viele hatten wir noch nie, darüber freuen wir uns sehr und wir hoffen, dass wir gemeinsam einen spannenden Tag miteinander verbringen, mit der Gelegenheit, viel miteinander zu sprechen und Ideen auszutauschen. Natürlich möchte ich an der Stelle erstmal die üblichen Begrüßungsfloskeln loswerden, die Sie mir nachsehen, der Höflichkeit geschuldet. Ich begrüße unsere Studierenden. Ich begrüße alle Absolventen, die morgen ihre Master- und Bachelor-Urkunden empfangen. Ich begrüße unsere Kooperationspartner ganz herzlich. Viele haben draußen ihre Stände. Ich begrüße Interessenten, Gäste, Freunde, Mitglieder und Aussteller. Und wenn ich jetzt einen vergessen habe, dann können Sie mir in der Pause die Hammelbeine langziehen. Rückblick 2012. Wir haben als erste Fernfachhochschule ein vom BMBF gefördertes Wissenschaftsprogramm zugeordnet bekommen über Ambient Assisted Living. Das klingt jetzt wahnsinnig spannend, weil Anglizismen bei uns in sind. Gemeint ist damit, dass wir mit technischen Hilfsmitteln versuchen, Menschen, die behindert sind oder alt sind, wobei alt keine Behinderung sein muss, sie in Stand zu versetzen, weiter in ihrem häuslichen Umfeld zu bleiben und durch technische Hilfsmittel dafür zu sorgen, dass diese Menschen aus ihrer gewohnten sozialen Umgebung nicht heraus müssen. Das ist ein sehr ambitioniertes Programm. Dann möchte ich mich ausdrücklich bei Professor Erkens und Professor Becker bedanken, die das für uns an Land gezogen haben, gegen sehr starke Konkurrenz, auch aus dem Lande Bremen. Die Bremer Universität war da auch dabei und wir sind nicht ganz unglücklich, dass wir es gewonnen haben. Professor Werner Heister, einer unserer beliebtesten Hochschullehrer, ist in Deutschland Tutor des Jahres geworden. Also der Hochschullehrer des Jahres dieses Jahr kommt von Apollon. Wir haben die zweite Kohorte unserer Studierenden in Sacramento. Also wenn Sie Gelegenheit hatten, bei der Apollon-Hochschule den Blog zu verfolgen, bis jetzt sind Sie noch alle sehr glücklich, weil ich komme erst am Sonntag und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber Sie fühlen sich sehr wohl. Unsere Kooperationspartner in der Sacramento State University sind begeistert von dem, was die Apollonianer und Apollonianerinnen dort an Leistungen abliefern. Wir fordern mehr Transparenz in Gesundheits-Apps. Nun ist für die junge Generation ein App was Selbstverständliches, für die Älteren von Ihnen, also ich kann es Ihnen nicht so gut erklären, wie es vielleicht Frau Professor Scherenberg kann, die für uns diese Gesundheits-Apps qualitätssichert und an einem Online-Test mitarbeitet, damit hier ein Ehrenkodex entsteht und diese Apps nicht missbraucht werden. Dann hat ein Studierender von uns, der Johannes Prokrivka, eine These geschrieben über frühe Nutzenbewertung innovativer Arzneimittel. Die These war fertig. 2 Wochen später hat er in der Deutschen Apothekerzeitung mit seinen Hochschullehrern zusammen diese Arbeit publiziert, also Ausschnitte davon. Und auch das ist so selbstverständlich nicht. Die Apollon University Press ist gegründet worden. Das ist ein hochschuleigener Verlag. Hier an der Stelle nochmal meinen Dank an Frau Dr. Becker, ohne die das alles gar nicht möglich gewesen wäre. Dieser Verlag macht uns sehr viel Freude. Sie werden auch draußen Gelegenheit haben, sich zu den Verlagsleistungen zu orientieren und anzuschauen, was denn da an Büchern erschienen ist. Die Grundidee war, zum einen, dass wir in der Wissenschaft mit einer eigenen Repräsentanz auftreten. Die andere Idee ist, dass wir die herausragenden Studienabschlussleistungen unserer Studierenden würdigen, indem wir die als Bücher publizieren.
Die Apollon University Press hat den Studienpreis des Forum Distance Learning gewonnen als Innovation des Jahres 2012. Sorry. Studiengänge. Apollon wächst unglaublich stark und sehr schnell. Wir haben 3 neue Bachelorstudiengänge, die gestartet sind. Akkreditierung, das Butter- und Brotgeschäft jeder Hochschule. Wir haben in 2011, nach dem letzten Symposium, die Akkreditierung für 3 Masterstudiengänge bekommen, ohne Auflagen. Wir haben in 2012 3 Bachelorstudiengänge, die ich Pflegemanagement, Gesundheitstourismus und Prävention und Gesundheitsmanagement. Alle 3 akkreditiert ohne Auflagen. Das heißt, wir haben in knapp 12 Monaten 6 Akkreditierungen hingelegt, neben dem laufenden Geschäft, neben dem Unterricht. Und an der Stelle kann ich nur sagen, das geht nur mit Mitarbeitern, wie wir die haben. Herzlichen Dank. Kooperationen sind für eine Hochschule der Gesundheitswirtschaft eine Conditio sine qua non. Wir haben eine Kooperation neu begonnen mit dem Landesbetriebssportverband Bremen. Hier gibt es ein LOI, neudeutsch ein Letter of Intent, mit der Deutschen Fachgesellschaft für Reisemedizin. Gibt es eine Zusammenarbeit mit der San Franciscus Stiftung in Münster, mit MediPlus und mit Care Professionals. Alle diese Kooperationen sind nicht nur auf dem Briefkopf, sondern die sind mit Leben gefüllt. Und hier stehen unsere Dekane und Hochschullehrer zu ihrer Verpflichtung, eine Gesundheits-Business School zu sein und ein Geschäft zu betreiben, das auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau trotzdem zeigt, dass man wirtschaften kann. Unsere Studierendenzahl. Letztes Jahr stand ich hier und habe Ihnen erzählt, wir sind jetzt über 1800 Studierende. Dieses Jahr sage ich Ihnen, wir sind kurz vor der 2700er Marke. Auch dieses Wachstum ist nicht selbstverständlich und unser Gesellschaftervertreter ist auch heute bei uns, der sich gestern im Kuratorium sehr wohlwollend nickend zu den Präsentationen des Kanzlers geäußert hat und meinte, wir dürfen so weitermachen. An meine Mitarbeiter, an unsere Mitarbeiter an der Stelle nochmal Dank für die Symposiumsorganisation. Ich sage im Vorgriff, danke für eine super Organisation, wiewohl Sie die alle erst noch erleben müssen. Aber da ich unsere Mitarbeiter kenne, weiß ich genau, dass das perfekt ist und dass es hoffentlich keine Beschwerden gibt. Wir machen das mit Beschwerden immer so, die sind mit dreifachem Durchschlag in eine Beschwerdebox zu legen. Die wird dann im Laufe des Jahres abgearbeitet. Spaß beiseite, natürlich machen wir das so nicht. Planung für Absolventenfeier. Ich habe schon angedeutet, dass wir morgen unsere Absolventen ehren werden. Das machen wir in der Glocke in Bremen. Das ist eine immer sehr hochzeremonielle Veranstaltung. Wir haben dann Talare und Hüte. Und eigentlich haben wir jedes Jahr, weil gleichzeitig Freimarkt ist, die Situation, wenn wir dann die Fotos draußen machen, dass wir dann so von 40 bis 50 Japanern und Chinesen umringt sind, die uns fotografieren und denken, wir seien eine Gauklertruppe. Wir konnten das jedes Jahr aufklären, dass dem nicht so ist. Wir hatten dann aber immer ein großes Erstaunen bei diesen ausländischen Gästen, die in Bremen waren, dass wir eine solche Zeremonie veranstalten, weil das kennt man eigentlich nur aus Amerika und aus Deutschland, ist das sehr unüblich. Wir, das sage ich unseren Studierenden, werden das beibehalten. Das ist unser Markenzeichen und die fliegenden Hüte der Absolventen vor den Bremer Stadtmusikanten. Das ist genauso ein Warenzeichen, mit dem wir in die Welt gehen und das wird auch diesmal so sein, ob da ein Umzug ist oder nicht. Planung für 2013. Neue Studiengänge. Ein Bachelor in Wirtschaftspsychologie. Der wird kommen, aber diese Wirtschaftspsychologie wird sich auf den Gesundheitsmarkt orientieren. Und wie Sie Apollon kennen, ist uns da ein bisschen was anderes eingefallen, als das vielleicht üblicherweise unter diesen Titulaturen veranstaltet wird. Also wir werden hier
sicher etwas Neues machen. Und dann gibt es einen Master, da haben wir noch keinen richtigen Titel für, der läuft unter dem Arbeitstitel Master Gerontologie. Es geht darum, dass wir uns mit der alternden Bevölkerung derart beschäftigen, dass man nach Konzepten sucht, was macht man denn mit dem Berg Alten? Und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich nicht mehr so viel Zeit habe, die Lösungen abzuwarten. Also ich werde da ganz schön Druck drauf machen und werde jeden meiner Kollegen, die etwa mein Geburtsdatum teilen, bitten, das Gleiche zu tun. Ausblick, was erwartet Sie heute? Patientenorientierung, Patientenignorierung. Ist ja eigentlich im Titel eine Frechheit. Wir meinen hier etwas, was sehr häufig zu sehen ist. Der Primat der Wirtschaftlichkeit in der Medizin ist für uns etwas, was wir auf der einen Seite von den Notwendigkeiten gut verstehen, von der anderen Seite, wenn es um die Patienten geht, immer sehr kritisch beäugen. Wenn ein Patient Kunde ist, dann ist er sicher eine ganz besondere Art Kunde. Er ist nämlich ein Kunde, der eine Problemlösung will, die Sie, wenn Sie ein Auto kaufen, in der Form nicht haben. Sie sind nämlich zum Teil existenziell bedroht. Das sind Sie, wenn Sie ein Auto kaufen, nie. Und in diesen besonderen Situationen geht es darum, dass ich nicht nur ein First-Class-Hotel habe mit einem Super-Catering vom Käfer, sondern dass ich um mich herum ein Gesundheitsenvironment habe, das mir gerecht wird und das trotzdem bezahlbar bleibt und wirtschaftlich ist. Unser Anliegen wird sein, heute mit Ihnen zu erarbeiten, was heißt das konkret, was kann man da tun und das Allerwichtigste, das sage ich dann als Arzt, der vor 100 Jahren mal Arzt geworden ist, das Wichtigste ist, dass wir Mediziner nicht unter dem Primat der Wirtschaftlichkeit das aus den Augen verlieren, was uns zu Ärzten gemacht hat, nämlich den Hippokratischen Eid. So, ein kurzer Überblick. Wir werden 4 Impulsreferate hören. Ich bedanke mich bei den Referenten schon jetzt für ihr Engagement hier und für ihre Vorträge. Wir haben 5 Foren, in denen wir anschließend die Inhalte vertiefen, die Sie sich dann frei aussuchen, je nachdem, was Sie an Interessensgebieten haben. Wir haben ein TED-Voting eingeführt. Also wenn Sie Herrn Wieringa fragen, der kann Ihnen so erklären, wie das geht. Also ich weiß nur, dass wir das machen, aber nicht, wie es funktioniert. Wir haben einen Ideenwettbewerb, wo wir heute die Preisträgerin, kann ich ja schon mal sagen, ohne Namen zu nennen, ehren werden, von wo ich weiß, dass Frau Fischer den Preis übergeben wird. Und was haben wir noch? Wir haben die Branchenbörse, die Sie draußen zum Teil gesehen haben. Wir haben eine besondere Moderation für den Tag vorgesehen. Das wird Frau Professor Dr. Andrea Mielke sein, eine, ich glaube, die allererste Master of Health Absolventin von Apollon. Jetzt Ärztedirektorin in einem spannenden Unternehmen in Hamburg, aber sie hat mir gesagt, sie arbeitet nicht als Ärztin, sondern als Wirtschaftskonsultant, indem sie mehr betriebliches Consulting macht, als im ärztlichen Bereich tätig zu sein. Sie werden Frau Professor Morgner-Mielke genauso erleben wie unsere Dekanin Johanne Pund. Die beiden werden moderierend durch den Tag führen. Dann haben wir noch was gemacht. Wir möchten, dass Sie unsere Studierenden wahrnehmen können. Dann soll das nicht nur physisch am Namensschildchen geschehen, wenn Sie in der Pause stehen, sondern das soll vor allen Dingen so passieren, dass Sie mal erleben, auf welchem Niveau unsere Studenten sich bewegen. Und deswegen werden die heute hier aktiv im Symposium moderieren, die Wrap-up-Diskussionen leiten und Sie werden erleben, was unsere Studenten so an Kalibrigkeit im ostpreußischen Sinne vorzuweisen haben. Dann möchte ich schließen. Fast in der Zeit. Ich hatte also Prügelstrafenandrohungen, wenn ich zu sehr überziehe. Die Grüße der Frau Senatorin Jürgens Pieper wird heute Frau Antje Kehrbach sprechen, weil Frau Jürgens Pieper am Mittwoch ganz überraschend zu einer Veranstaltung gerufen wurde, die sie nicht absagen konnte. Deswegen tut uns das sehr leid. Schließen möchte ich aber in einer eigenen Sache. Einer, der von Anfang an bei Apollon war. Unser Vizepräsident Heinrich Dieckmann ist krank und kann heute nicht hier sein und auf dem Weg alles Gute für ihn.